Stell dir vor, du sitzt in einem Flugzeug und die Bundeswehr schießt es einfach ab. Stell dir vor, der Klimawandel macht sich schon heute direkt vor deiner Haustüre bemerkbar. Ich habe Angst, dass mein Zuhause vom Meer überflutet wird. Stell dir vor, du musst ein Kind austragen, das du gar nicht willst. Ich darf als Ärztin nicht sachlich und seriös über Schwangerschaftsabbrüche informieren. Stell dir vor, du wirst in deiner Ausbildung nicht so behandelt wie die anderen. Ich durfte während meiner JuristInnen-Ausbildung nicht neben meiner Richterin sitzen, sondern musste auf der Zuschauerbank Platz nehmen. Was dann? Wohin gehst du mit solchen Problemen? Wir erzählen dir heute von 16 Menschen, die dir in einer solchen Situation helfen oder zumindest helfen können. Und natürlich sagen wir dir auch, wie die Geschichten ausgegangen sind. Vielleicht ist es ein Thema, das ihr gerade einfach gar nicht mehr hören könnt. Der Klimawandel. Information Overload. Aber es gibt Menschen, für die ist der Klimawandel wirklich richtig bedrohlich. Lücke Rechtenwald ist einer von ihnen. Seine Familie betreibt auf der kleinen Nordseeinsel Langeoog ein Hotel. Lücke ist 20 und wohnt schon immer hier. Wenn der Klimawandel so weitergehen sollte, könnte das für ihn krasse Folgen haben. Würde es für uns bedeuten, dass wir die Insel, sage ich mal, im Ernstfall verlassen müssten, weil sie nicht mehr bewohnbar wäre oder schon landunter gegebenenfalls. Und dann natürlich den Dreh- und Angelpunkt unseres Lebens verschieben. Ne? Und das wäre natürlich sehr traurig für uns alle. Das möchte keiner. Deshalb ist Lücke vor Gericht gezogen. Am Strand will er mir zeigen, wie das Meer die Insel schon heute bedroht. Okay, krass, das ist echt eine tiefe Kante. Ja, das kannst du wohl sagen. Das ist schon heftig. Und diese Kante entsteht sozusagen jedes Jahr neu, oder wie ist das? Also es ist so, dass der Bereich, wo wir gerade stehen, ja, das ehemalige Spülfeld quasi ist. Also hier wird dann übers Jahr hinweg quasi der ganze Sand angespült, beziehungsweise menschengemacht natürlich. Also halt von dem Pumpschiff im Westen der Insel wurden dann halt große Leitungen herverlegt. Dann wurde der Sand hier angespült und von den Baggern und Bulldozern und allem Gerät verteilt sozusagen. Und das ist quasi als Schutzmasse vor der Dünenkette, die wir da hinten haben. Sollte hier dann quasi ein Durchbruch in den Dünen passieren und Salzwasser ins Inselinnere gelangen, dann könnte es passieren, dass die Süßwasserlinse halt versalzen ist und wir keine vernünftige Trinkwasserversorgung mehr haben. Das heißt, es muss um jeden Preis vermieden werden, dass das Meer hier über diese Dünen rüberschwappt, sage ich mal. Ja, das kann man genauso sagen eigentlich. Inwieweit die Kante eine direkte Folge des Klimawandels ist, ist schwer zu sagen. In jedem Fall finden die Aufspülungen öfter statt. Und mehr Sturmfluten und ein steigender Meeresspiegel würden die Insel noch mehr in Gefahr bringen. Und da kommen die 16 Menschen ins Spiel, die in einer solchen Situation helfen können. Nämlich die Richterinnen und Richter des Bundesverfassungsgerichts. Die entscheiden über solche Fälle. Und im Fall von Lücke ist was passiert, womit niemand eigentlich wirklich gerechnet hatte. Er bekam nämlich Recht. Das Klimaschutzgesetz verstößt gegen das Grundgesetz, sagten die höchsten deutschen Richterinnen und Richter. Das Gesetz macht nämlich nur bis zum Jahr 2030 konkrete Vorgaben, inwieweit klimaschädliche Emissionen gemindert werden sollen. Was danach passiert, darf aber nicht offen bleiben, so das Bundesverfassungsgericht. Außerdem reichen aber die gesetzlichen Vorgaben bis zum Jahr 2030 nicht aus, das 2-Grad-Ziel zu erreichen. So dass die Generationen nach 2030 die Hauptlast beim Klimawandel tragen müssten. Und das geht nicht, sagt das Gericht, denn dann würden wir alle in unseren Grundfreiheiten ganz massiv eingeschränkt. Für mich persönlich bedeutet es natürlich einen Erfolg. Und generell bedeutet es natürlich also erstmal, dass das auch einfach das Grundgesetz generationengerecht endlich ausgelegt wurde. Dass man sagt, okay, wir haben ein Problem, die Klimakrise, das muss gelöst werden. Und es ist halt so, dass man nicht sagen kann, okay, wir vertagen das Problem, wir vertagen es, bis dann auf einmal, sag ich mal, meine und kommende Generation dastehen und, ich sag mal, im Ernstfall Land unter ist oder wir auf einmal gar nichts mehr dürfen. Das Bundesverfassungsgericht feiert in diesem Jahr sein 70-jähriges Bestehen. Und es ist ein ganz besonderes Gericht, denn es steht gewissermaßen über allen. Über der Bundesregierung, über der Bundeskanzlerin und sogar über dem Bundespräsidenten. Denn die Entscheidungen des Gerichts gelten für alle ganz verbindlich. Die Erfahrungen aus der Nazizeit mit der Diktatur von Adolf Hitler haben dazu geführt, dass man diese unabhängige gerichtliche Kontrolle so ins Grundgesetz geschrieben hat.
Das Bundesverfassungsgericht urteilt aber längst nicht über alles. Es ist nicht die letzte Instanz in den Gerichtsverfahren, sondern es überprüft, ob alles im Einklang mit der Verfassung, also mit dem Grundgesetz, steht. Um sich gegen den Staat zu wehren, muss man deshalb in den meisten Fällen erstmal ganz normal vor Gericht ziehen, zum Beispiel vor das Verwaltungsgericht. Dann geht der Fall durch alle Instanzen, also zum Oberverwaltungsgericht und dann zum Bundesverwaltungsgericht. Erst ganz am Ende überprüft dann das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, ob ein Verstoß gegen das Grundgesetz vorliegt. Daneben landen auch Fälle in Karlsruhe, bei denen es Streitigkeiten im Staat gibt. Wenn sich zum Beispiel eine Bundestagsfraktion und die Bundesregierung nicht einig werden. Wie groß ist deine Hoffnung, dass das 1,5 oder das 2-Grad-Ziel überhaupt noch erreicht wird? Ich denke, noch ganz in weiter Ferne ist es noch nicht. Also es ist noch erreichbar und wir müssen halt jetzt handeln und wir müssen auch jetzt gucken, dass sich die kommende Regierung hinsetzt und Pläne rausbringt. Die Auswirkungen des Klimawandels sind heute schon sichtbar. Das Krasse an der Entscheidung des Verfassungsgerichts ist aber, dass man sich ab sofort auch eine bessere Zukunft einklagen kann. Also Rechte geltend machen kann, die erst in der Zukunft relevant werden. Jetzt mal ein kleines Gedankenspiel. Stellt euch vor, ihr sitzt in einem Flugzeug und dieses Flugzeug wird von Terroristinnen oder Terroristen entführt. Die drohen damit, das Flugzeug abstürzen zu lassen. Zum Beispiel in ein Hochhaus, wie am 11. September in New York, oder in ein vollbesetztes Fußballstadion. In Deutschland gab es diesen Fall zum Glück noch nicht, aber man hat 2005 vorsorglich ein neues Gesetz dafür geschaffen. Danach durfte die Bundeswehr ein solches entführtes Flugzeug abschießen. Der Gedanke war, man opfert das Leben der Passagiere, um am Boden das Leben einer größeren Zahl von Menschen zu retten. Das ist ganz schön krass. Und das fanden auch zwei Bundesminister, zwei ehemalige der FDP, die das Gesetz für falsch hielten. Und die höchsten Richterinnen und Richter gaben ihnen recht. Der Staat behandelt Passagiere und Besatzung als Objekte, wenn er deren Tötung als Mittel zur Rettung anderer Menschen benutzt. Im Klartext, man darf nicht Menschenleben gegen Menschenleben aufwiegen. Das Leben eines Menschen ist genauso viel wert wie das Leben eines anderen. Jedes Jahr gehen Tausende von Verfassungsbeschwerden und Klagen beim Bundesverfassungsgericht ein. Nur ein ganz, ganz kleiner Teil davon hat aber Erfolg. In den letzten 10 Jahren waren das 1,88%, also wirklich, wirklich wenig. Die Richterinnen und Richter, die diskutieren über jeden einzelnen Fall sehr ausführlich und beraten lange Zeit. Und deshalb dauert es oft Monate oder sogar Jahre, bis wirklich entschieden wird. Manchmal muss es aber auch ganz schnell gehen. So wie im Oktober 1977, als die Richterinnen und Richter über Leben und Tod entscheiden mussten. Der Arbeitgeberpräsident Hans-Martin Schleyer war von der RAF entführt worden. Und seine Familie wollte die Bundesregierung dazu zwingen, auf die Forderungen der Terroristinnen und Terroristen einzugehen. Das Bundesverfassungsgericht beriet sich eine ganze Nacht hindurch und morgens um 5.50 Uhr wurde das Urteil verkündet. In dieser Sache wird im Namen des Volkes folgendes Urteil verkündet. Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung wird abgelehnt. Das Gericht sagt also, die Bundesregierung muss die Forderungen der Familien nicht erfüllen. Die Reaktion des Staates auf Terrorismus dürfe für Täterinnen und Täter nicht kalkulierbar werden. Das war eine Entscheidung, die einem Todesurteil für Hans-Martin Schleyer gleichkam. 2 Tage später wurde er von der RAF erschossen. Stell dir vor, du hast ein Kind in dir, das du aber nicht austragen möchtest. Was machst du? Du gehst ins Internet, du recherchierst und du stößt auf die Homepage von einer Ärztin, die dort schreibt, dass sie Schwangerschaftsabbrüche in ihrer Praxis anbietet. Auf der Homepage steht aber auch, und Achtung, darauf wird es jetzt gleich ankommen, wie sie das konkret macht. Diese Ärztin steht am Ende vor Gericht, und zwar als Straftäterin. Der Vorwurf: Werbung für Schwangerschaftsabbrüche. Hier in Gießen hat Christina Händel ihre Praxis, in der sie Schwangerschaftsabbrüche vornimmt. Sie wurde verurteilt, weil sie schlicht zu viele Informationen auf ihre Website gestellt hat. Es ist zwar rechtlich erlaubt, mitzuteilen, dass man Schwangerschaftsabbrüche vornimmt. Es ist aber verboten, öffentlich mitzuteilen, wie man das macht, also zum Beispiel mit welchen Methoden. Die Rechtslage ist klar, mit der will sich Christina Händel aber nicht abfinden.
ist so ein bisschen das, was ich in Holland erlebe. Sie wurden jetzt zweimal verurteilt, haben seit vielen, vielen Jahren, ich sag mal, Ärger mit dem Thema Schwangerschaftsabbruch. Warum nehmen Sie all das auf sich? Weil ich das für die Betroffenen mache. Ich sehe das jeden Tag in meiner Arbeit, was das bedeutet, dass die Gesetzeslage so ist in Deutschland, wie sie ist. Und merke, dass damit Menschen was gemacht wird, was gegen den Artikel 1 unseres Grundgesetzes, nämlich die Würde des Menschen ist unantastbar, massiv verstößt. Und alles, was man anderen antut, hat man auch mir getan. Ich halte das einfach nicht aus. Ja. Und ich möchte was verbessern. Christina Hähnel steht für eine Bewegung von Frauen, die darum kämpfen, über ihren eigenen Körper bestimmen zu können. In den sozialen Medien hat das Verfahren riesige Aufmerksamkeit bekommen und Tausende gingen auf die Straße. An dieser Stelle muss es auch gelten, dass sich Betroffene sachlich und seriös informieren können. Das geht gar nicht an, dass ich als Ärztin meiner beruflichen Pflicht, nämlich aufzuklären, dass das in Deutschland nicht möglich sein darf. Nur weil es hat ja gar keine Konsequenz. Ich verhindere damit keinen einzigen Abbruch, aber ich mache den Weg sehr eng. Und es fallen immer wieder welche durchs Raster. Die finden den Weg nicht, die finden die Adressen nicht. Sie landen im Ausland oder sie landen dann doch eben in illegalen Methoden oder sie landen beim Suizid. Das kriegen wir nicht mit. Aber auch diese Fälle gibt es in Deutschland. Christina Hähnel klagt sich bis vor das Bundesverfassungsgericht. Was sagen die Richterinnen und Richter? Die Entscheidung ist noch nicht gefallen, könnte aber jeden Tag kommen. Ich erhoffe vom Bundesverfassungsgericht, dass unsere Ansicht, dass der Paragraph 219a mit dem Grundgesetz nicht vereinbar ist, getragen wird und dass es zu einer Neuregelung des Informationsverbotes kommen muss. Und wie würde so eine Neuregelung aus Ihrer Sicht am besten aussehen? Das würde ich der Politik überlassen. Ich bin keine Politikerin und auch keine Juristin. Ich möchte nur, dass wir Ärzte frei und sachlich und seriös informieren dürfen, auch zum Thema Schwangerschaftsabbruch. Gerade beim Stichwort Politik gibt es Kritik am Bundesverfassungsgericht. Genauer gesagt an der Besetzung, also an der Auswahl der Richterinnen und Richter. Zwar kommen die meisten aus der Wissenschaft oder aus der Justiz, aber es gibt auch einige, die früher Politikerinnen oder Politiker waren. Zum Beispiel Peter Müller war früher Ministerpräsident des Saarlandes, ist heute Richter am Bundesverfassungsgericht. Oder Stefan Habert, der amtierende Präsident des Bundesverfassungsgerichts, der war früher Bundestagsabgeordneter für die CDU. Und damals hat er in einer Rede zum Thema Schwangerschaftsabbruch Folgendes gesagt. Wir wollen im Abtreibungsbereich keine Werbung, sondern wir wollen Mut und Hilfe bei der Entscheidung gegen Schwangerschaftsabbrüche geben. Und deshalb werden wir diese Anträge ablehnen. Herzlichen Dank. Jetzt liegt die Entscheidung bei dem Gericht, dessen Präsident er ist. Und es gibt dort zwei Senate. Entscheiden wird über diesen Fall der zweite Senat, in dem Habert nicht Mitglied ist. Deshalb wird er in der Entscheidung auch nichts mitzureden haben. Und nicht nur, wenn es um den Anfang des Lebens geht, ist das Bundesverfassungsgericht am Start. Auch mit Fragen rund um das Lebensende, den Tod, beschäftigt sich das Gericht. Im Februar 2020 wurde über die Verfassungsbeschwerde von Helmut Feldmann entschieden. Er leidet an einer unheilbaren Lungenkrankheit. Helmut Feldmann möchte gerne selbst bestimmen, wann und vor allem wie er stirbt. Die Würde des Menschen gehört auch dazu, dass wenn ein Mensch schwer krank ist und sein Leben beenden möchte, dass er die Möglichkeit bekommt, das auch auf dem legalen Wege zu tun. Und das Gericht gab ihm recht. Jeder Mensch hat die Freiheit, sich selbst zu töten, sagt das Gericht. Es gibt also ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Und ganz wichtig, man darf sich dabei auch von Organisationen helfen lassen. Selbst dann, wenn diese Organisationen damit Geld verdienen, wenn die das also kommerziell machen. Ein wirklich bahnbrechendes Urteil des Gerichts und die Politik hat bis heute eigentlich nicht so richtig einen Weg gefunden, wie sie damit umgehen will. Das höchste deutsche Gericht genießt seit 70 Jahren einen ziemlich exzellenten Ruf. Es verteidigt die Grundrechte von uns allen, es weist den Staat, die Politik in ihre Schranken und es klärt sehr viele komplexe Fragen. Aber es gibt natürlich auch Kritik. Zum Beispiel, dass sich das Gericht zu sehr in die Politik einmische, also zu sehr die Rolle des Gesetzgebers statt die des Gerichts einnehme. Wolfgang Schäuble etwa sagte 2009 über das Bundesverfassungsgericht,
Wer Gesetze gestalten will, sollte sich bemühen, Mitglied des Deutschen Bundestages zu werden. Meine Damen und Herren, liebe und Norbert Lammert war 2014 der Überzeugung, dass das Verfassungsgericht zwar die Einhaltung des Rechts kontrollieren müsse, aber dabei sollte sich auch das Gericht immer wieder vergewissern, ob es die ihm selbst gesetzten Grenzen seinerseits so einhält, wie es dies von anderen Institutionen verlangt. Zurzeit wird auch oft kritisiert, dass das Bundesverfassungsgericht nahezu alle Corona-Maßnahmen durchgewunken hat und sich mit den Entscheidungen über die wichtigsten Punkte sehr viel Zeit lässt. Wie viel Platz darf Religion im Staat einnehmen? Diese Frage stellen sich Richterinnen und Richter, seit es die Verfassung gibt. Darf im Klassenzimmer zum Beispiel ein Kreuz hängen? Wie sieht es mit anderen religiösen Symbolen aus? Esma El Idrissi ist promovierte Juristin. Ihre Ausbildung hat sie aber nicht ganz beendet, denn es gab ein Problem. Sie wollte während des Referendariats, so wie ihre KollegInnen auch, als Staatsanwältin verhandeln oder auf der Richterbank Platz nehmen. Mit ihrem Kopftuch, denn sie ist Muslimin. Das wurde ihr aber verboten. Man sagte mir, dass man übersehen hat, dass ich ein Kopftuch trage und in diesem Fall müsste man mich darauf hinweisen, dass ein paar Tätigkeiten während des Referendariats verboten sind aufgrund des Kopftuches und ob ich es immer noch machen will. Welche Tätigkeiten sind das? Das sind zum einen neben dem Richter oder der Richterin zu sitzen, Beweisaufnahmen durchzuführen, die Staatsanwaltschaft zu vertreten, also Sitzungsdienst zu machen. Und dann fing das Referendariat an. Eben in dem Wissen, dass ich eben bestimmte Tätigkeiten nicht ausführen durfte. Und ich habe dann Beschwerde eingereicht. Ganz am Ende dieses juristischen Verfahrens entschied das Bundesverfassungsgericht. Und zwar gegen Esma El Idrissi. Die Bundesverfassungsrichterinnen und Richter entscheiden darüber, wie weit Grundrechte reichen und wo sie vielleicht auch ihre Schranken finden. Ständig wird abgewogen. Ein sehr komplizierter Prozess ist das. Insbesondere dann, wenn verschiedene Verfassungsrechte miteinander kollidieren. So auch in Esmas Fall, wo auf ihrer Seite unter anderem ihre Religions- und Berufsfreiheit steht, auf der anderen Seite aber die staatliche Neutralitätspflicht und die Freiheit anderer, sich mit ihrer Religion nicht beschäftigen zu wollen. Und diese Abwägung ist immer eine Frage des Einzelfalls. Wenn man sich jetzt die Argumentation des Verfassungsgerichts anschaut, dann könnte man ja schon vertreten, dass die Personen, die vor Gericht stehen, die eine unabhängige Richterin, einen unabhängigen Richter zum Beispiel erwarten und das ja auch zu Recht erwarten, dass die vielleicht das Gefühl bekommen, dass die Richterin nicht unabhängig ist, wenn sie ein Kopftuch trägt. Was sagst du zu diesem Argument? Es ist fast eine Beleidigung, wenn man bedenkt, dass man mir unterstellt, aufgrund meines Kopftuchs, bin ich in meiner Entscheidungsfindung nicht neutral. Aufgrund eines äußeren Merkmals auf meine innere Gesinnung quasi Rückschlüsse ziehen zu können, das empfinde ich als zutiefst unfair. Es gibt in unserer Rechtsordnung gibt es genug Regelungen, die dafür sorgen, dass bei Befangenheit Sanktionen zu befürchten sind, ja, auch bei RichterInnen. Und dabei hätte man es belassen müssen. Für Esma ist diese Grundsatzentscheidung des Bundesverfassungsgerichts bitter. Denn sie und viele andere müssen sie jetzt erstmal akzeptieren. Die gesellschaftliche Diskussion, wie wir in Deutschland zusammenleben wollen, die steht aber gerade erst am Anfang. Wie seht ihr das? Wäre es für euch ein Problem, wenn eine Richterin oder der Richter ein religiöses Zeichen trägt? Schreibt es doch gerne unten mal in die Kommentare. Das Bundesverfassungsgericht. Eigentlich was ganz Juristisches, was ganz Abstraktes, was mit unserem Alltag kaum was zu tun hat. Wenn ich mir aber die Fälle angucke und die einzelnen Entscheidungen, dann hat das eine ganz große Auswirkung auf unseren Alltag und auf das Leben von uns allen. Schreibt uns doch gerne mal in die Kommentare, was ihr über das Gericht denkt und die Entscheidungen und lasst uns ein Like da.